Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hope Lake. Ja, was haben wir denn da? Oh, cool. Kleiner Haken. Ist eine Spur eines Textes zu sehen. Vielleicht kann ich ihn mit einem Bleistift sichtbar machen. Naja, man kann es auch so sehen, aber gut. Wahrscheinlich meinst du das da. Okay, Bleistift. Ja, hallo, raus da. Oder? Oh, ein... Anstelle die Vase zu nehmen und auszuschütteln, schlagen wir sie einfach kaputt. Ist immer besser. Dreieckiger Schlüssel. Klingt nach einem guten Schlüssel. Ja, einer der Griffe fehlt und darum kann ich keine der Schubladen öffnen, weil ich so inkompetent bin. Die zweite Scheibe fehlt. Inkompetentia. Könnte man sie, glaube ich, echt finden. Wenn es da durch den Duschwang schon so durchmuffelt, da will ich aber nicht unbedingt hintergucken. Hier könnte ich die Fotos entwickeln, aber ich brauche einen Stöpsel mit... Was für Fotos? Also außer Rotlicht, ja, ist in Ordnung. Also irgendwas scheint er hier gemacht zu haben. Wahrscheinlich sind jetzt hier hinter Fotos. Oder auch nicht. Da vielleicht. Entwicklerflüssigkeit, okay. Die Frage ist trotzdem, was für Fotos? So, eine Kette. Hallo, ich drücke doch auf die Kette. Ein... Komm, Ölkännchen, das sieht schon wieder so verdächtig aus. Der Staubwedel auch, das da sieht verdächtig aus. Die Axt sieht immer verdächtig aus. Der Hut, nee. Die Rosen, nee. Das Lämpchen, nee. Die Schuhe, nee. Der Besen... Ah, nee, da war irgendwas anderes. Eine Scheibe, okay. 62. Irgendwo muss hier auch eine 62 versteckt sein, okay. So, wir brauchen ein Fläschchen, Nagel, Zweig, Sack, Feder. So. Fläschchen. Ja, Fläschchen sind hier ganz viele. Warum kann ich die nicht nehmen? Da hinten sind auch Fläschchen. Kann ich auch nicht nehmen. Da ist noch ein Fläschchen. Das habe ich sogar schon angeklickt. Hier sind viele. Fläschchen. Da unten ist übrigens so ein Stöpsel. Ach, das ist mein Salzfläschchen. Okay. Nagel, den Nagel auf dem Kopf. Den hätte ich auch schon angeklickt. Ja, manches Mal will es irgendwie nicht. Den Zweig, den haben wir da. Ein Sack. Wo ist denn der alte Sack? Ich hab doch... Ich war doch irgendwo... Ah, coole Schnitzerei hier im Übrigen. Die Feder finde ich auch cool. Der Sack, der Sack, der Sack, der Sack. Hm. So, jetzt brauchen wir noch die 62. Keine Ahnung. Ach, da. Der Spiegel ist dreckig. Ich muss ihn erst sauber machen. Vorsichtig! Hey, wir haben einfach von dem Spiegel die Zahl runtergenommen. Eine Hanoi-Scheibe. Cool. So, dann haben wir das Zimmerchen hier wohl auch. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, oder? Im Moment zumindest. Doch, irgendwas gibt es hier noch. Ah. Ein Tuch. Jetzt aber, ne? Jaha! Jetzt kann man da gehen. Jetzt ist da alles klärchen. Und hier ist auch noch. Und da ist noch. Und oh, oh Gott, sind da viele Sachen. Die das Leben schöner machen. La 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 la. So, komm mal her. Kleiner Haken. Und schon haben wir den quadratischen und damit zwei. So, dann könnten wir hier nochmal gucken. Ja, da oben. Super. Was zum Teufel soll hier der Mechanismus sein? Ich weiß es nicht. Kann aber nicht mit dem Rechen machen. Fettchen drehen, da, hier Mantel, da irgendwie irgendwas ziehen oder so. Hier auch nicht. Hm. Also hier soll noch irgendwas sein, was wir gerade machen können. Ich sehe es aber nicht.
sehe es aber nicht. Hier fehlt ja immer noch der Griff. Bleistift fehlt uns auch noch. Ja gut, weil hier oben was ist, aber wir kommen hier gerade nicht dran, ne? Das ist das Problem. Okay. Dann machen wir erstmal das hier. Übrigens, schön ist, dass es so erkennbar ist, was das ist. So, wir nehmen ein Tuch. Anatomische Zeichnung. Mehr nicht, mehr nicht. Mehr haben wir auch hier nicht. Okay. Ah, jetzt ist hier wieder was. Natürlich, wissen wir es. Jetzt müssen wir hier wieder suchen. Bügeleisen haben wir hier schon direkt. So, Band, Tasse, Knochen, Ventilator. Da kommt der, ist auch so verdächtig da. Der Hammer glitzert uns an. Irgendwas müssen wir also kaputt schlagen. Ich weiß noch nicht was. Ah, das. Was immer das war. Ein Puzzlestück. Ah, Puzzle. Wir puzzeln uns ein. Gut, so. Oh, da ist Schlüssel. Wo müssen wir dich denn reinstecken? Okay, das war jetzt putzig. Help! I need somebody help. Lalalalala. Achso, jetzt können wir mal gucken. Ach, der Ketchup ist sogar einer. Okay, Tasse und Knochen fehlen noch. Tasse. Knochen. Knochen. Frosch. Nee. Knochen, Knochen, Knochen. Wo sind hier Knochen? Ich sehe gerade keinen Knochen. Das ist schlecht. Wo ist er nur? Wo ist er denn? Ja, wo hat sich denn der Knochen versteckt? Oh Gott. Ja, schön über das Bein gelegt. Sehr gut gemacht. So, das heißt, wir haben jetzt das Feuersymbol. Das ist doch... Wie war das hier? Ja! Oh, hey, 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 hey. Bewegen die Teile auf dem Schloss, bis sie mit denen auf der Leiste übereinstimmen. Das erste stimmt also schon. Nein! Nein! So. Das stimmt. Oh nee, sag nicht ernsthaft. Ich muss die Scheiße hier noch komplett durchdrehen. Oh, wie gemein ist das denn bitte? Ja, das ist jetzt... Nein, bitte wieder nach... Hallo, nach unten! Drehst du das? Hallo! Oh. Nein! Ah, ich wollte nicht raus. Och, Mann. Ja, ja, ist ja gut. Schnauze. Also das ist jetzt gerade etwas leicht Nerviges. Ich hoffe, dass wir das überhaupt in die richtige Richtung drehen. Und dass sie nach da zeigen müssen. Ich hoffe es wirklich. Und dann haben wir es gleich wenigstens geschafft. Wäre wahrscheinlich andersrum einfacher gegangen. So, zack. Zack. Eieieiei.
drinnen sind wir! Geh ins Krankenzimmer, würde ich es mal nennen. Nur eine gewöhnliche Krankenstation, nichts Besonderes. Vielleicht kann ich die medizinischen Aufzeichnungen der Mädchen finden. Das ist vertraulich und du willst da drin rumstöbern. Naja, sagen wir mal nichts zu. Was haben wir denn hier schön? Ammoniak! Ammoniak. So, Peter Brown. Diagnose, manisch-depressive Erkrankung. Peters psychologischer Zustand äußert sich in manischen, depressiven und gemischten Anfällen. Scheiße ist das. Der Patient kann schnelle Übergänge zwischen den Symptomen von manisch und depressiven Zuständen zeigen oder die Symptome beider Krankheitsbilder gleichzeitig zeigen. Zum Beispiel Depression und Anspannung, Angst oder Euphorie zusammen mit Lethargie etc. Die Behandlung während der depressiven Phase erfolgt mittels Antidepressiva, Fluoxetin und Fluvoxamin. Die Behandlung während der manischen Phase erfolgt mittels eines Neuroplegikums und Lithium. Yay. Joan Stock hatte wohl recht mit ihrem Verdacht. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ich glaube, dass Peter nie die Behandlung bekommen hat, die er benötigt hätte. Was für ein Mensch wohl aus ihm geworden ist. Der läuft hier rum, Mensch, das ist doch der, den wir die ganze Zeit verfolgen. Du Meisterdetektivin, du. Okay. Das ist bestimmt zu dunkel, ja. Da drüben ist etwas glänzendes. Ich muss den Stuhl herabsenken. Okay, und wie senke ich den jetzt herab? Was fehlt dafür? Ich kann den Stuhl nicht ohne Pedal herunterlassen. Wah, wah, wah. Hauptteil fehlt. Gemessen an seiner Größe gehört hier ein Brett hin. Dr. Bibber lässt grüßen. Die Kacheln scheint das Panel zu aktivieren. Ich muss sie alle in ihren Platz setzen. Okay. Das heißt, hier fehlt noch Kacheln. Oh. Kachelmann fehlt noch. Guck mal, da haben wir doch schon mal eine. Hey! Ich habe eine anatomische Puppe auf der Krankenschätzung gefunden. Ich sollte meine Erinnerung an die menschliche Anatomie etwas auffrischen. Die Kenntnis der richtigen Lage der Organe könnte mir hier noch von Nutzen sein. Ich habe ein geheimes Versteck entdeckt. Sehr geheim! Und drei Stück brauchen wir noch. Schön ist, dass wir es auch nochmal angucken können. Nicht? Also das war's dann hier. Das war's, wie es aussieht. Na, dann gehen wir doch erstmal nach hier. Und rächen uns hier. Oh Gott, das bisschen Laub kann ich nicht wegnehmen. Ah, Hilfe. So, wahrscheinlich brauchst du jetzt noch irgendeinen Nuckelschlauch. Sonst funktioniert das doch auch wieder nicht. Komm. Richtig, da etwas mit Zirkentank ist, dann könnte ich ihn mit einem Schlauch herauspumpen. Aber nicht. Geilo. Es bleibt. Oh Gott. Da habe ich ja voll drauf. Auf allen habe ich hier rumgeklickt. Jetzt geht's auf einmal auf. Was? Sollte etwas anderes ausprobieren. Wieso? Die Hanoi-Scheibe gehört hier rein. Bewege alle Scheiben auf die Stange rechts. Du kannst nur kleinere Scheiben auf größere setzen, aber nicht andersherum. Ach du grüne Seele. Nur kleinere auf größere. Ja, das geht schon mal nicht. Oh, das wird lange dauern. So und so und nun den da. Und nun den da. Ich hoffe, ich mache es gerade richtig rum. Sonst haben wir gleich ein Problem. Fuck! Das war falsch herum.
So, wo müssen wir? La 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 la. Ich will zumindest, bevor das Überspringen geht, geschafft haben. Komm, schneller! So, machen wir dich erstmal dahin, dann machen wir dich hier hin. Und dich hier und komm! Yes! Vorm Überspringen! Das war mir jetzt noch eine Herzensangelegenheit. Ich habe hier vorhin auf den Schubladen rumgeklickt und alles, da ging nichts auf. Jetzt doch. Also manchmal. Aber nur manchmal ist das ein Wimmelbildspielchen. Ja. Das wimmeln wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.